Hallo Freunde, herzlich willkommen hier zu meinem nächsten Let's Play League of Legends. Eine Runde mit Zed auf der Top Lane. Und dann fangen wir auch schon gleich an hier. Ihr seht schon Longsword und zwei Pots. Ganz standardmäßig. Und damit kommen wir auch gleich zum Team hier mit Anivia. Mit einem coolen Skin in der Mitte. Wayne und Ali auf der Botlane und Jarvan im Jungle. Und damit kommen wir auch gleich zum Gegnerischen. Wir werden gegen Gangplank zocken auf der Toplane. Lux in der Mitte, Fiddle und Ezreal auf der Bot und Amumu im Jungle. Die Spells ganz schnell erklärt hier. Passive von Zed. Also immer wenn ein Gegner eben weniger als 50% Leben besitzt machte und Zed halt nochmal angreift, verursachte hier noch zusätzlich 6% des maximalen Lebens als magischen Schaden. Seine Q ist so Shuriken, da wirft er halt diese Shuriken und verursacht damit ganz normalen Schaden. W gewährt 5% zusätzlichen Angriffsschaden und das ist eben so ein Schatten, das werde ich euch dann zeigen. Seine I ist einfach so ein Drehschlag, will ich mal sagen, so ein Schattenschlag und verursacht halt damit Schaden. Und der Schatten hier bei W macht alles nach, was man selber auch macht, außer normale Angriffe. Und dazu verlangsamt seine E noch ein bisschen. Seine Ulti ist auch ganz cool. Da läuft man auf einen Gegner zu und hinter dem Gegner taucht gleich ein Schatten auf und ahmt alles nach, was ihr macht. Da ist es eben sehr wichtig, dass ihr komplett alles raushaut, weil nach 3 Sekunden, glaube ich, ja, nach 30 Sekunden aktiviert sich dieses Zeichen, was ihr auf den Gegner gibt. Und dann verursacht es nochmal hier 87 plus 20% des gesamten Schadens, was ihr zugefügt habt. Und ihr habt schon gesehen, ich habe jetzt meinen Schatten rausgeworfen und habe gleich noch Shuriken gemacht. Das waren 2 Shuriken auf einmal und das hat hier ordentlich Schaden verursacht. Man kann sich damit auch gut retten, weil man, wenn man nochmal W drückt, den Platz mit dem Schatten tauscht. So. Ist ganz cool. Also ich mag Zed sehr. Schön. Wir treffen hier schon ordentlich, aber müssen hier auch auf Amumu aufpassen. Richtig fieser Jungler. Nicht, dass wir hier gleich gegankt werden. Oh, 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 ich glaube, die wollen uns ganken. Oder? Ne, erstes Blut auf der Botlane. Leider für Wayne. Oh, 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 das war knapp. Freunde, ist doch noch gar nichts passiert. Da fängt schon wieder an hier. Not my fault, just fiddle. Chill, Leute, chill, 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 Digga, chill, chill. Digga, 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 Digga. Die wollen mich. Oh, ich habe immer wieder diese Angst, ey. Was soll denn das? Ich hab die ganze Zeit Schiss, dass immer wenn er so aggressiv kommt, dass die mich ganken wollen, aber. Die machen gar nichts. Oh, schön, der kriegt die Ezreal, aber. Ein
Let push, sagte Jarvan. Nicht mehr. Vorsicht. So, Gangplank ist weggegangen. Ich weiß nicht, ob das schon so klug war. Da wir hier jetzt schön farmen konnten. Autsch. Fahrmäßig, ja, da sind wir im Voraus. Da sind wir im Voraus. Ja, komm, nerv mich mit deiner Ding noch mehr, ey. Mit deinem verdammten Schuss da. Beim nächsten Mal kriege ich ihn. Beim nächsten Mal kriege ich ihn. Oder? Nee, 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 das will ich nicht riskieren. Oh, 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 das war schlecht, das war schlecht. Ich muss sogar flashen. Go! Ja. Ah, das war schlecht gemacht. Das war nicht gut gemacht. Da müsste ich eigentlich draufhalten mit meiner Ulti, aber ich hatte einfach zu viel Schiss. Mann, 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 da musste ich weiter drauf. Da musste ich weiter drauf. Dann hätte ich den locker bekommen und hätte wahrscheinlich noch überlebt. Aber halb so wild. Hauptsache, wir haben ihn auch bekommen. Und Bot pusht ja auch ordentlich durch, ey. Vorsicht, Freunde. Wieder jetzt? Party oder was? Ja, ich wusste es. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Es war so eindeutig, dass der Amumu da einfach nur warten musste. Einmal hier placen und ich würde sagen einmal hier. Das sind immer diese Büsche, wo die Jungler sich gerne verstecken. Deswegen placen wir da Wards hin. Manchmal place ich auch weiter hier, aber das ist nur bei bestimmten Jungler, nicht bei allen. Aber bei Amumu eben place ich da. Schöner Schaden, schöner Schaden. Das tut schon etwas weh. Oh, 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 und die kriegen nicht. Schön. Da ist das Eck draußen. So. Ich würde sagen, ja. Verbessern wir unseren Schatten. Der will uns immer abknallen. Der will uns immer abknallen. Oh, oh, oh. Aber er lebt gefährlich. Er lebt richtig gefährlich. Und auf der Botlane geht's richtig ab. Ja.
Schön, schöner Schaden. Und jetzt nochmal schöner Schaden. Oh no, 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 no. Das war zu früh. Da hat der Javelin ihn noch bekommen. Schön gemacht. Ich hätte meinen Ignite draufhauen können. Dann hätte ich ihn bekommen. Aber ich hatte da sogar viel zu viel Schiss, dass ich drauf gehe. Oh, 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 oh. Amumu. Jetzt, 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 jetzt. Ignite ist drauf. Ignite ist drauf. Go, 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 go. Ja, schön gemacht. Hab ich bekommen. Geil. Oh no. Boah. Der ist da fast drauf gegangen, ey. Nice. Richtig nice. Jetzt gehen wir auch schon wieder back. Und ich würde sagen, wir kaufen uns das schöne Item hier. Ein Ward und wieder Pots. Und dann geht's wieder ab. Ja, jetzt pusht er ein bisschen. Aber nicht lange, mein Freund. Nicht lange. Mitte scheint recht ruhig zu sein. Und jetzt läuft die da genau rein. So, placen wir wieder unser Ward. Schön getroffen. Und das müssen wir ausnutzen. Wenn der hier seine Kugel nicht trifft. Und Anivia kriegt den Kill. Schön. Jetzt abwarten. Jetzt abwarten. Dann holen wir uns den Dreckspiraten. Nee, das riskieren wir nicht. Das riskieren wir nicht. Zack. Ich würde ja sagen, wir pushen, aber ja, ich wusste es, dass der gleich wieder am Start ist. Weil er Teleport dabei hat. Wir teilen da richtig Schaden aus, ey. Und ich glaube, farmtechnisch sind wir auch besser dran. Boah, Mann, 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 Mann. Der nervt mich. Ja, farmtechnisch sind wir viel besser dran. Aber er nervt eben mit seiner Kugel hier ständig. Die zockt nämlich ordentlich Schaden ab, ey. Zack. Wir könnten ihn kriegen. Wir könnten ihn kriegen. Dafür muss alles perfekt laufen. Ich will noch nicht zu viel riskieren. Ich will noch nicht zu viel riskieren. Wir wissen nämlich, wo das enden kann. Deswegen ein bisschen abwarten.
Der zieht uns einfach zu viel ab. Ey. Boah, jetzt müssten wir drauf gehen, Freunde. Genau jetzt. Aber haben es nicht. Weil die Minions da noch auf unserer Seite waren. Genau in dem Moment. Ein Gegner wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. Warum bin ich da nicht drauf? Oh oh, oh oh. No! Bam! Boom! Da hast du's, ey! So, Freunde. Da musste ich gerade ein bisschen lauter sein. Tut mir leid. Aber so geil, wie wir den hier bekommen haben. Ich würde sagen mit Abklingzeit, ja. Dafür bin ich bei Z immer. Dass wir hier weniger Abklingzeiten haben. Das war doch richtig geil und nice gemacht. Oh, 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 oh. Schön gemacht. Von Anivia. Da haben wir gleich unsere Ulti gerade eingesetzt. Und Gangplank richtig geil down geholt. Und Amumu macht kein gutes Spiel meiner Meinung nach. Aber hat anscheinend überlebt. Und Gangplank ist weg. Schön. Wo ist Gangplank? Hm. Komisch. Dann können wir ja weiter pushen. Also langsam fallen nicht echt, wo der ist. Naja, solange er nicht da ist. Doch, da ist Amun. Zum ersten Mal am Homo oder so. Der trifft ja gar nichts. Blutrausch. Mal schauen, ob Red up ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf die Lux. Mein Kill! Du Dieben! Naja, Hauptsache wir haben sie bekommen. So, Freunde, leider ist mir da die Aufnahme abgekackt. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ihr habt ja gesehen, hier ein bisschen Einblicke bei Z. Ich werde nochmal ein Gameplay hochladen mit Z, aber dafür kann ich wirklich nichts machen, da mir einfach die Aufnahme abgekackt ist. Es hat einfach aufgehört aufzunehmen. Deswegen packe ich hier noch ein kleines Infovideo auf. Und zwar geht es darum, dass ich ja in letzter Zeit ein bisschen weniger hochgeladen habe. Das liegt daran, dass ich krank war die letzten 1,5 Wochen. Und meine Stimme, hört man vielleicht noch, war richtig weg.
beziehungsweise richtig verraut und weg. Und jetzt geht's einigermaßen mit Milch, Honig, Tee und sowas. Habe ich es wieder ein bisschen hinbekommen. Und dann die zweite Sache noch. Und zwar hatte ich, glaube ich, schon erwähnt gehabt, dass ich mein Notebook verkaufen möchte, weil ich ein Gamer-PC zusammenbauen will oder auch kaufen will. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr es vielleicht sehen wollen würdet, dass ich es vielleicht zusammenbaue und das drehe. Wäre eigentlich eine coole Sache, jedoch geht es um was anderes. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass das auch ein bisschen Geld kostet oder auch Zeit. Und deswegen wollte ich euch nochmal Bescheid geben, dass ich dann wahrscheinlich, falls mein Laptop sich dann verkauft, ich wieder mal ein bisschen weniger machen werde. Ich weiß nicht wie lange, aber später als ein paar Tage wird es nicht werden, weil ich da richtig durchstarten möchte, wenn ich den PC habe. Ich werde ihn zusammenbauen, ich werde meine Sachen vorinstallieren, alles Mögliche. Und dann geht es richtig los, Freunde. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und das war's eigentlich dann auch schon. Jetzt seid ihr informiert. Falls ihr Fragen habt, stellt sie mir und ich beantworte sie euch. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt trotzdem beim Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Embo hier.